Und da sind wir schon wieder in der letzten Folge, sind wir hier zu diesem Kanonenboot geflogen und müssen ihn kaputt machen. Mhm. Lass dich an den Seilen herunter, sagst du richtig hier, SEK-mäßig abseilen und so? Ja, Mann. Ich hab mich abgeseilt. Mich auch. Oh, Theon ist direkt Krieg, ey. Wir sind der richtige Navy Seals, Alter. Was ist hier? Wir infiltrieren dieses Ding und klären richtig die Situation hier, Alter. Mhm. Alter, ich caste so lange in der Zeit, dass sie ihm schon 3 Schüsse reingesetzt und er ist tot, ey. Ich hab ihn gekillt. Ich weiß, ich sage ja. Ach so. Weißt du, in der Zeit, wo ich einmal meinen Zauber aufgeladen habe, hast du schon 4-mal auf ihn geschossen und er ist dann mit halb tot, ey. Aber ich verstehe nicht, wo wir lang müssen. Unten nach. Wo ist... Ach, da ist unten. Okay. Je. Alter, dieser Elfenbogen ist Premium, Alter. Digga, mein Stab ist Premium, wenn ich damit 1000er Crits mache mittlerweile. Warte, ich will den rechten alleine machen. Okay. Kann nichts machen, ey. Ich chille einfach. Ja, was müssen wir hier machen? Weiß ich nicht, da unten, hinten lang. Nein, 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 hier, die redet doch gerade. Der Sprengstoff ist im Kesselraum. Lol, was kommt da an spaziert? Ult, ja. Ich kann das nicht angreifen. Das ist ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Ja. You don't say. Ich kann das nicht angreifen. Will ihn angreifen. Aber ich kann nicht. Ich auch nicht. Ich gehe in Abstand. Jetzt! I? Weil jetzt könnte ich zum Beispiel auf Bärchengestalt gehen und ihn ein bisschen tanken, Alter. Ja, mach das mal, er hat voll auf mich an. Er hat voll den Fokus auf mich, Alter. Und das Spiel leckt auf einmal. Oh, aufnehmen ist übelst eklig. Lol, ich bin in falscher Dings. Ja, jetzt, Alter. Ja, ich hab nicht genug Fokus immer, ne? Er ist tot. Er ist tot und ich habe 52 Erfahrungspunkte bekommen. Es fliegt gleich in die Luft auf die Wüben. Was? Wüpern. Wüpern, hier. Draußen. Kanonenboot zerstört. Bam. Bom, 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 Junge. Lul, Atomexplosion. Sagst, Effekte lassen aber ein bisschen zu wünschen übrig, ne? Ein kleines bisschen, ja. Naja, aber ist ja, wie gesagt, ein MMO, Alter, naja, die können ja nicht die übelste Grafik da reinballern, Alter. Wobei man dazu sagen muss, dass die Effekte... dass das, was wir gerade spielen, halt auch noch Kataklysm war. Das ist schon ein bisschen älter, ne? Wenn wir nachher so weit gelevelt sind, dass wir nach Pandarien können, da gibt es auch so Sequenzen und so Kampfsequenzen. Und da sieht das alles schon anders aus. Also sagst du, grafisch schöner, ja? Auf jeden Fall. Okay. Matusator freut sich. Ja, Trywolf auch. Je. Ich heule. Nee, au. Ich bin runtergefallen. Ich bin ungefähr 10 Meter in der Luft ausgestiegen. Ich bin auch mit einem... Was gibt es? Ja, ich bin Level 13. Ja, ich auch. Alle an Bord der Schiffe. Je. Ja, ich glaube, jetzt können wir bald nach Hause. Nein, in die Hauptstadt. Ruteran, gib mir Ruteran los. Ich will auch Ruteran, ja. Ich hab Ladesequenz. Ich hab auch eine Ladesequenz. Wieso lädt er? Ich bin in Teldrassil. Kennst du das? Ich bin in Teldrassil. Lö. Wo das bin ist ich? Das, Gebiet der, das ist das Gebiet der Nachtelfen. Guck mal, wenn du mal M drückst, diese Insel, ne? Ja. Das ist das, was ich meinte, weil du bist als Nachtelf, bist du ungefähr... So, okay, das ist ungefähr genauso lange, wie wir jetzt gemacht haben, aber da bist du auf dieser einen Insel, die ganze Zeit. Ja, chillig. Ja. Also wenigstens ist es mal ein bisschen farbenfroh, Alter. Ja, Mann, aber es ist immer Nacht, deswegen auch Nachtelf. Ist mir egal, ob es Nacht ist, da soll nicht grau sein und nicht regnen, Alter. Ja. Warte, hier ist ein Angellehrer, wir können angeln lernen. Wollen wir jetzt angeln lernen, Alter? Ohne nicht, kostet ja kaum was. Ich habe eine Angel gekauft. Sagst du, eine Runde angeln geht? Warte mal, wie kaufe ich eine Angel?
Bei der Frau, die daneben steht. Ach so. Okay. Wollte gerade böse weiter sagen. Ich kann gar keine Angel kaufen. Doch. Bei mir ist alles rot, nur der glänzende Schmuckstück ist... Hast du bei dem Angellehrer hier Angeln gelernt? Nein. Da musst du das vorher tun. Okay. Angellehrling. Gelernt. Je. Und jetzt kannst du dir die Angel kaufen. Warte, ich mach mal Anglergeselle auch noch. Je. Geht nicht, dafür benötigst du Angeln Stufe 50. Das heißt, du musst erstmal ein bisschen angeln. Oh, okay. Angelrute gekauft. Ich hab ne Angel. Und jetzt? Ja. Gute Frage. Muss ich jetzt hier sitzen und Rechtsklick auf die Angel machen oder was? Weiß es nicht mehr. Hä, hey, jetzt habe ich die Angel ausgerüstet als Waffe. Ich weiß, das musst du aber machen, bevor du angeln kannst, aber irgendwie dieses automatische Angriff mit der Angel. Aber ach so. Was muss ich jetzt machen? Ich weiß es nicht, eigentlich musst du nur Wie holst du überhaupt die Waffe in deiner Hand? Mit Y. Je. Zauberbuch, Berufe, Angeln. Lol, okay, geh mal auf P. Ja. Unten auch Berufe. Ja. Und dann dieses Angelsymbol, was daneben Angeln steht. Ja. Kannst du in deine Leiste eine von deinen Leisten reinschmeißen. Okay, habe ich getan. Und dann drückst du da drauf, wenn du im Wasser stehst und die Angel in der Hand Wasser hast. Wasser ist zu seicht. Ja, mir geht's, ne? Ja. Und jetzt? wenn dein Schwimmer, also das Ding, was du da ins Wasser geworfen hast, wenn das anfängt hoch und runter zu bewegen, dann hat was angebissen, dann musst du Rechtsklick drauf machen. Treibholz habe ich geholt. Je. Ich kann es für 18 Bronze verkaufen. Je. Hab ich denn da gefunden? Ah, Treibholz. Hör auf mir nachzumachen. Vielleicht ist hier keine gute Stelle zu angeln. Warum leuchte ich, Alter? Was? Ich hab was gefunden. Ich habe einen kränklichen Fisch. Sagst du, hier kannst du übelst chillig sitzen so und angeln. Aha. Ich bin Level 3 von 75. Ach so, darum haben wir so geleuchtet, Alter. Ja. Ja, ja. Guck mal, wo ich hier sitze. Auf X kannst du dich hinsetzen. Warum sagst du mir sowas nicht, ey? Hab ich doch gerade. Ja, ja. Hm, jetzt. Wie? Sagst du, für die entspannten Stunden kann man sich einfach mal hinsetzen und angeln. Ja, Mann, Alter. Das finde ich ja schön. Das finde ich wirklich schön gerade. Und auch mit dem Schiff im Hintergrund. Ich sage dir, das ist übelst chillig, ey. Wenn du mal nichts zu tun hast, Alter, du setzt dich irgendwo hin, angelst ein bisschen best. Ich glaube, da gehe ich lieber raus und treffe mit meinen Freunden. Nein, keine Ahnung, wenn du später mal irgendwie in der Gilde bist und du wartest auf irgendwas und dann dieses kurz ein bisschen angeln. Weil du findest ja auch immer geilere Fische, die du für immer teurer Geld verkaufen kannst. Aha. Ah, ein Gold habe ich. Mhm. Warte. Ich habe auch ein Gold, 74. Okay, ich habe genug geangelt. Ich habe eine verhedderte Angelschnur geangelt. Je? Ich habe eine rote Glitzhautmakrele gefunden. Ja, und ich habe einen kränklichen Fisch, da kannst du nicht mithalten, Alter. Doch, den habe ich auch. Treibholz? Ja. Ich sage nichts mehr. Und eine verhedderte Angelschnur. Zwei davon sogar. Ja, du hast ja auch so mehr geangelt. Du hast ja auch mehr geangelt. Da ist ein Phönix, das ist auch so ein Flugtier, ein Phönix. Ich sehe ihn nicht. Hatte die Uschi hier gerade. Ja, nein, das ist ein Hippogreif. Annehmen. Ja. Sprich mit Gen Graumännel. Ich spreche mit dem. Oh, wie ist der so weit weg? Das ist übrigens das Portal irgendwo hin. Nein, lauf da nicht rein. Hättest du mir das mal ruhig mal sagen können, ey. Okay, vielleicht lauf da doch rein. Lol, ich bin hier. So genau. Ich bin in irgendeiner Welt, Alter. In einer Stadt. Ja, best, drück mal M. Genau hier müssen wir nämlich hin. Ah. Das ist quasi die Hauptstadt von den Nachtelfen. Aha. Okay, cool. Ja. Warte mal. Eine Waldmotte, ja? Eine Waldmotte.
Wollen wir nicht, hier, da sind noch zwei Quests, wollen wir die nicht noch annehmen? Wo sind hier zwei? Lul, okay, ja. Ach nein, das sind nur die, das sind nur Heldenaufrufe, das brauchen wir nicht zu machen, das ist schwachsinnig. Echt? Ja. Okay. Manchmal mein Ton hängt sich voll auf. Was ist dies hier? Ganz als dieses. Nee. Echt? Ja. Egal, komm, lass erstmal das dieses. Falls ihr nach Arbeit sucht. Nein, ich suche keine Arbeit. Ich bin schon längst weg, Alter. Ja. Lol, so ein Beschützer ist Level 90, Alter. Heftiger Typ, Alter. Beschützer? Je. Achso, das ist, gibt solche Titel, die du dann haben kannst. So Beschützer, Erzwinger, Bezwinger, Onur. Sagst du, er ist aber bei der Geißel, Alter, wegen Apokalypse und so. Ich schwör's dir, Alter, er ist übster, er ist eine Monstrosität. Da ist ein Baum. Du don't say. Nein, ich meine diesen Riesen hier, der laufen kann. So, ja, das sind so Waldläufer. Hä, Alter, wo bist du? Ich bin aus dem hochgelaufen. Einer Frosch. Sprecht mit Gen. Wo ist denn der? Hier. Siehst du nicht das männliche Fragezeichen? Ohne Witz sehe ich nicht. Hier? Nein. Nichts? Ist bei mir nichts. Kein Witz. Jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Ah. Mein Volk hat so lange gelitten. Sprecht mit Vespristus in Rutheran, um nach Lord Danel zu fliegen. Diese Namen, ne? Katastrophe, ne? Kennst du das bestimmt? Die haben so gesessen in der Gruppe, so ein, was weiß ich, so ein Meeting und sagen, ey, wir brauchen einen Namen und so, ne? Danach ja. Einer sagt, okay, ich erfinde jetzt ganz schnell einen Namen und hat einfach seine offene Hand einfach auf die Tastatur fallen lassen und plötzlich, das ist jetzt der Name. Ja, naja, das sind doch diese typisch elbische, dieses Lurdinal und Cardenol und... Okay, alles klar. Weißt du, was ich meine, oder? Nein! Die Tribute Pandaria ist, glaube ich, ehrlich gesagt, eine der größten Gilden hier auf dem Server. Stufe 19. Habe ich zumindest das Gefühl. Ablehnen. Ablehnen? Ja. Okay. Aber... Sagst du voll kein Abklatsch von Tribute von Panem? Nee, überhaupt nicht. Nein, Pandaria... Alter, ich hab voll die Frame-Einbrüche manchmal, ne? Das ist so heftig. Ehrlich? Ja, Junge. Digga, kein Ausrufezeichen auf der Map, lo? 14, 15 Frames manchmal. Das ist ungut. Ach schon, du folgst mir wieder, du faules Stück, ey. Nee. Ich bin gerade ein bisschen überwältigt von den Farben, Alter. Ich habe lange in diesem Spiel keine Farben gesehen. Oh, das, ne? Wo müssen wir denn hin, Alter? Laufen wir überhaupt richtig, ey? Ja, wir müssen, glaube ich, hier aus dem Tor raus erstmal. Der Hauptstadt. Angriff auf Damaskus. Ja, bitte. Mein Finger tut weh. Warte mal. Nein, wir laufen, wir sind so behindert, ne? Nein, du bist behindert. Warte mal, der Pfeil zeigt doch aber in die andere Richtung. Ja, aber, Digga, okay, drück mal M. Und, ja. Okay, warte, geh mal hier raus. Ja. Ja, drück mal hier draußen M. Musst du noch ein bisschen rausgehen, ich bin immer noch in Teldrassil. Folgst du mir gerade? Ja. Und siehst du ganz unten Rutheran? Ja. Da müssen wir hin. Wie kommen wir da hin? Und? Ach so, wieder durch das Portal latschen, ne? Ich weiß nicht, ob du an der Form von unserer Insel erkennen kannst, was das genau ist oder was das sein soll. Nö. Ein kannst Baum. Du nicht? Ein Baum. Ja, wir sind auf einem Totalschaden riesig hohen Baum. Und der ist so total schaden riesig groß, dass du halt nirgends von beiden Seiten nicht runterkommst. Also müssen wir tatsächlich zum Portal. Genau. Okay. Weil der Hafen halt unten ist. Aber ich kannte tatsächlich mal irgendwo eine Stelle hier, die hatte ich mir mal angeguckt, wo du diesen Baum runterspringen kannst und du fällst einfach mal 20, 30 Sekunden oder so einfach nur nach unten die ganze Zeit. Lol. Ich glaube, das ist bei Warcraft 3, wenn du das Spiel beendest fast. Da steht, ist doch auch irgendwie Kampf um den Lebensbaum oder irgendwie sowas. Baum des Lebens oder so. Aber Hauptsache der Baum sieht aus wie ein Bär, Alter.
Übelst geil, ne? Hammer, Junge. Oh, Alter, dein Maul will ich sehen, wenn wir das erste Mal nach Eisenschmiede gehen. Du bist ein Eisenschmiede. Lass mich doch mal machen, Alter. Du spoilerst viel zu viel, Alter. Leute, war das gespoilert? Ja. Also ganz ehrlich, nein, ja, weißt du, nein, jetzt bin ich wieder so da, nach dem Prinzip, ich freue mich jetzt dahin zu kommen. Hä, warum backst du bei mir? Warum backst du bei mir in der Welt? Du läufst einfach geradeaus auf der Stelle. Lul. Lul. Bleib mal kurz stehen. Ja, dein Internet macht wieder, lässt sich wieder grüßen. Mein Internet Alter. Nicht, weil guck mal, unten in der Taskleiste hast du so ein Fragezeichen, ne? Nein. Doch, da. Wenn du da mal dann mit der Maus drüber gehst, ich habe eine Latenz von 18. Ich 27. Und dann 37 FPS. Ich hab 43 FPS. Ja, weil du auch nicht aufnimmst, du Held. Aber ich nehme auch nicht auf. Du wollte ich gerade sagen, ey. Wenn ich ohne Aufnahme spiele oder einmal kurz anhatte, dann dieses 80 Frames. Ja. Sag mal, wo war denn jetzt eigentlich dieses Portal? Weiß ich nicht. Ich glaube... Hier nicht, Alter. Wir sind auf keinen Fall durch ein Dorf gelaufen. Da, ich sehe es. Ich nicht. Komm hier hinterher. Ich weiß nicht mal... Ich habe immer noch meine Angel ausgerüstet. Ich weiß nicht mal, wo du bist, Alter. Ich bin hier ins Wasser. Ja, ich auch. Ich schwimme nicht durchs Wasser, ne? Ich habe erstmal... in meinen Rucksack gepackt, ey. Die Ding, bevor ich das noch verkaufe, ey. Was denn? Meine Angelrute. Achso. Tja, die kostet ja nicht viel. Ja, trotzdem, glaubst du, ich hab Bock, mir jedes Mal neu zu kaufen, ey? Nein. Ich bin da. Sonst angel ich nur noch Carpados oder so, ey. Kennst du dieses... Du angelst, ein Carpador beißt an. Oh. Danach in dieser Kindheit so, du denkst, ja egal, ich angel jetzt die ganze Zeit, dann kommt vielleicht ein anderes Tier, nicht immer Carpador und so. Danach, es ist nur Carpador. Recht mit... Aber wir sind doch hier in Ruteran, oder sehe ich das falsch? Ja, aber du musst runter irgendwo hin. Ich gucke doch, guck mal, da ist offene Meer. Ja, dann lauf zum Meer. Vielleicht chillt er am Wasser, hey. Badet gerade oder so. Ein Baby-Oktopus. Ich nicht. Ja, weiß nicht, ich laufe gerade dahin. Habe ich übelst nicht kapiert. Denkst du ich? Hä, und jetzt? Weiß ich nicht. Bestimmt, wenn uns einer gerade zuguckt dabei, die lachen sich bestimmt übelst über uns aus. Oh, guck, kann aber einfach sein, dass das ein kleines bisschen verbuggt ist. Würde ich nicht meinen, Alter. Aber... Oh. Wie heißt der Typ? Okay, warte mal, lesen ein bisschen. Ihr müsst drüber runter. Lies doch laut, damit wir alle das mithören. Okay, sieht aus, als hättet ihr euren ersten Auftrag. Ihr müsst zurück nach Ruteran reisen, wo wir zuerst ankamen, und mit Vesprystus sprechen, um einen Transport nach Lord Danel zu bekommen. Dieselbe. Das steht aber nicht wo. Hier steht nur ein Ruteran. Da sind wir gerade. Eigentlich theoretisch am Hafen irgendwo. Mhm. Oder wir müssen einfach auf das Schiff gehen. Ist das gerade angekommen? Ja. Dann schnell. Ich laufe bereits. Oh, warte. Ich bin auf dem Schiff. Das verhüllte Meer. Fahren wir es auch? Nee. Nee, ich meine allgemein, werden wir jetzt noch fahren oder so, nicht? So, ja, klar, natürlich. Okay, cool. Das gefällt mir. Aber hier ist falsch, weil hier das Schiff fährt nach Sturmwind. Und wohin müssen wir? Nach Lord Danel. Komm da schnell wieder runter. Oh! Habe ich übelst nicht verstanden, ne? Recht mit... Steht da irgendwie ein Schild, Alter, wo die hinfahren, ey? Ey, kannst du mal bitte wieder ein Bär sein oder so? Entschuldigung. Ey, guck mal, du bist viel zu schnell für mich, Alter.
Wenn wir wenigstens Reittiere zusammen hätten, das wäre was anderes, aber ich bin... Kriegen wir bald. Da ist ein Schiff, es kommt! Ja, ich hab's auch gerade gemacht. Aber woher hast du gesehen, dass er nach Dengenskirchen fährt? Ich hab die Tusse gefragt, die da stand. Welche Tusse? Da war so ein Vibe. Okay. Die hat da gekniet. Je? Wenn da so ein Blatt Papier, also nicht Sprechblase, sondern ein Blatt Papier kommt. Na, warte, vielleicht auch Sprechblase. Dieses Eluna schon gemacht, Entdeckung gesegnet, dann müssen wir vorsichtig sein. Was redest du da? Ich weiß auch nicht. Was machst du jetzt mit dem Tigerauge? Kann ich den verkaufen einfach locker flockig oder was? Kannst verkaufen, ja, kannst du locker flockig verticken. Okay. Aber ich hab hier gerade. Schwöre bei Jesus, ich weiß nicht, wo wir hin müssen, ne? Aber wo fährt denn der jetzt schon wieder hin? Weiß ich nicht. Ein Schmied! Oi. Sprech mit Vespristus. Wer zum Geier ist Vespristus? Ich dachte, er kann mir Waffen verkaufen. Was ist los mit dir? Du lügst mich voll an. Wir fahren los, Lo. Ja, cool. Nein, ein Schmied ist was anderes. Ein Schmied, da kannst du deine Waffen reparieren. Okay. Ja, ich sage doch, wir müssen nach Dunkelküste. Ich glaube, das ist das richtige Boot. Dann kommt zu mir, wir chillen uns ein bisschen ins Wasser. Das wird gleich sowieso ein Ladebildschirm. Oh, Rufus ist ins Wasser gefallen. Oh, das finde ich ja eklig. Ich dachte, jetzt können wir ein bisschen reisen und so. Nee, das... Oh, das finde ich jetzt schade. Hm. Das finde ich tatsächlich jetzt ein bisschen schade. Nein, wir sind falsch. Oh. Du bist schon fertig geladen? Ja. Ich noch nicht. Weil wir sind jetzt bei die Exo da und nicht bei... Okay, beruhige dich. Bei mir ist nämlich dieses... Ich habe nicht mal einen Ladebalken, Alter. Das hatte ich auch nicht. Und dann kam er plötzlich. Man weiß es ja immer. Der aufnimmt, der lädt am längsten, Alter. Ja, man. Katastrophe. Ich chille hier, weil wir müssen ja sowieso wieder zurückfahren. Ja. Jetzt immer noch? Ja, ich mach mal eben einen kurzen Cut und ich melde mich wieder, wenn wir wieder da sind. Wie? So, Ladebildschirm ist endlich vorbei. Das Problem ist, wir haben uns verfahren. Ja, es ist schon wieder das falsche Schiff gewesen. Aber woher kann ich denn wissen, wo ich hin muss? Weiß ich nicht. Oh, ich habe Herauszoomen gemacht. Plötzlich bin ich voll komisch, habe ich nicht verstanden. Kalimdor, Junge, Nord, östliches Königreich, Pandaria. Was ist denn jetzt los, Alter? Scherbenwelt, Azeroth, Türkei, kann ich auf ihn ranzoomen wieder? Ja klar, du musst auf die Dinger klicken. Hä, wo bin ich denn? So. Lol. Kalimdor, Junge. Ey, ich glaube, mit der Map mache ich lieber nichts, Alter. Von der Map habe ich zu große Angst, Alter. Ja, okay, mach nochmal. Was ist jetzt los? Weiß nicht, du backst bei mir wieder in der Luft rum. Nö. Ja. Verfehlt. Oh, ich sterbe ein bisschen. Alter, dein Rufus nervt mich so zu Tode, ne? Oh, oh. Oh, Angst. Je? Ja, du Fotze, er heilt sich auch die ganze Zeit, Junge. Ich kann mich ja nicht heilen. Ich muss aber so todesmännlich auf Heilen drücken die ganze Zeit, ne? Ja, also rechtlich gesehen habe ich gewonnen. Okay. Ja, versuch mal gegen mich zu kämpfen, ohne dich zu heilen. Okay, alles klar. Mhm. Das lädt immer noch aus. Ich zuverlässige dich jetzt, Alter. Oh, du schießt zu schnell. Ich habe eine Errungenschaft gekriegt. Ja, Duellikat, Junge. Schiff ist da.
Nee. Heil mich. Ach, ich bin ja geheilt. Aber wo fährt dieses Schiff jetzt hin wieder, Alter? Das fährt wieder zurück von da, wo wir hergekommen sind. Drei Bürger. Das Schiff ist gerade kurz verschwunden, Alter. Ja, das habe ich auch eben geschafft. Ich springe, bin in der Luft und auf einmal... Heftig, ey. Können wir denn noch machen, ne? Wie darf ich helfen? Au, au, au. Au, 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 au. Kann man mit... Nein, falsche Gestalt. Ja, sofern wir hier sind, kannst du ja Gestalt nehmen, welche du willst. Nur wenn wir reisen, ist das eklig, Alter. Ich bin eine Galionsfigur. Und ich meditiere so mit Rufus im Nacken. Das ist so ein Grinsebär, Alter, wenn du mal an meinen Bär ran, an meinen Bär seinen Maul ranzoomst. Ja, mach ich gerade. Von vorne, er grinst übelst. Oh, du sollst mit dem mal die Zähne putzen, Alter. Oh, das, ne? Ui? Ich wette, der hat übelst Mundgeruch, Alter. Guck mal seine Zähne an. Ui? Aber ich hoffe, wir fahren bald los, Alter. Naja. Ah, dass deine Figur nicht wir mal... fahren. Dass deine Figur nicht einmal blinzeln möchte, Alter. Übelste Katastrophe, ne? Ja, Mann. Aber Hauptsache bei mir ist Rufus Gesicht in deinem Gesicht. Ja, bei mir doch auch. Mit seinen perversen Lefzen, Lefzen, Alter. Ja, bei mir auch. Das sieht aus wie so ein Schapai-Hund, ne? Mhm. Oder wie so ein Dogge oder keine Ahnung. Bulldogge einfach. Ja. Also und wegen Falkengesicht, aber habe ich jetzt auf Schapai gedacht erstmal. Alter Junge, deine Thermoskanne dreht durch, Alter. Entschuldigung. Ja, mein Rufus ist runtergefallen. Richtig flach, Alter. Oh. Ja, jetzt hat er natürlich sofort geladen, ne? Hüpf! Nein, ich hab's nicht geschafft. Ich bin zu weit rausgesprungen. Ich bin ein dicker Bär. Ich kann nicht so weit springen. Total Schaden. Ich schwimm. Je. Läuft's? Achso, ich bin unterm Steg. Okay, also war das auch das falsche Schiff. Dann gibt es ja nur noch einen Steg, ne? Ja, aber da fährt kein Schiff, glaube ich. Das weißt du doch gar nicht. Doch. Nein, weiß ich doch nicht, aber... Da steht ein Schiff. Warte, ich komme schnell, Katze. Au. Aber ich... Ich bezweifle das, Alter. Wir müssen doch hier in Roteran. Wir sind doch hier und wir müssen doch hier mit einem Typen reden. Ja, das ist halt das Problem, ey. Ja, aber wenn wir das Land verlassen hier, ist doch Blödsinn, Alter. Weiß. Deswegen wundert's mich ja so krass. Oder wir gehen einfach hier an Bord und chillen und gucken, was dann passiert. Ich glaube nicht mal, dass dieses Schiff überhaupt fährt, Alter. Ja, das werden wir gleich herausfinden. Nein, jetzt keine Besatzung. Das Schiff fährt nicht, auf keinen Fall. Okay. Ich bin zwischen den Steg gebacken. Jetzt rieche ich nach nasser Katze. Je. Aber besser nasse Katze als nasser Hund. Ja, Mann. Boah. Ja, was machen wir denn jetzt, ey? Joa. Ich würde sagen, ich beende die Folge damit jetzt hier erstmal. Aha. Dass wir dann hier versuchen wir das irgendwie verzweifelt hier rumsuchen, wie zwei geistig behinderte Hunde. Und, ja, würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. No? Ciao. Tschüss.